So, Freunde, ich nehme euch schon mal mit dazu. Das Wetter ist wie gehabt schlecht. Wechselt hier zwischen Ödland und Grasland. Bin mir noch nicht so sicher, wie wir da rüberkommen. Ob es da eine Straße gibt oder nicht. Ich würde noch ein Stück hier Grasland langfahren. Und damit ein herzliches Hallo. Letzte Runde hier in dieser Region. Ich glaube, es ist die letzte. Weil sonst schaffen wir es zeitlich nicht mehr. Können wir fahren auf durch den Wald. Was soll denn schon passieren? Und dann geht's nach Hause. Und dann werden wir mal schauen, wann wir hier wie das nächste Mal aufschlagen. War bisher ein sehr spannendes Erlebnis hier in dieser Ecke. Sehr viel Grün haben wir gesehen, sehr viel kuschelige Bären. Was sind das für eine Straßenführung hier? Mensch. Ich hoffe, der Sprit für einen Heimweg reicht. Das ist ein blöder Bär. Mal gucken, ob wir vorbeikommen. Klar. Nicht, dass ich dann unterwegs schieben muss oder laufen muss. Noch ein Bär. Habt ihr auch den Eindruck, dass es irgendwie mehr Bären geworden sind, die hier rumrennen? Ich habe ja schon mit gerechnet, dass hier viel los ist. Aber eher mit Hundehorten und sowas. Aber dass so viele Bären... Ja. Was ist das? Warum sprichst du vom Teufel? Irgendwann mal sind auch meine Pfeile alle. Dann habe ich nämlich ein Problem. Dann gibt es nämlich keine lautlosen Kills mehr. So, kontrollieren. Haben wir. Nachgefüllt. Haben wir. Pistole ist nachgeladen. Ein Kaffee für die Ausdauer. Vitamine wegen der Verletzungsgefahr. Heilung haben wir auf dem Schirm. Dann drücken wir mal die Daumen. Hier ist zumindest schon mal ein Keier. Noch einer. Das Gebäude sagt mir so erstmal nichts. Wie gesagt, mal schauen, ob ich mich irgendwann mal an meine eigenen Regeln halte. Ich höhne ja immer ganz laut. Gelootet wird erst später. Raus von der Tür. Ah, und schon ist er da dran. Ja, ich kann es einfach nicht lassen. Yeah.
was. Na dann. Also ich finde, das ist eigentlich peinlich langweilige Mission. Mir ist klar, es ist eine einsame Mission, aber wenn so gar nichts passiert, wenn du mehr Stress und Ärger auf dem Weg hast, als hier vor Ort, finde ich das gelinde gesagt etwas schade. Na gut. Wir untersuchen erstmal das Haus. Mal einsacken. Aussortieren geht dann immer noch. Ich hoffe, ihr seid diesmal auch dabei. Kohle. Haben wir hier noch irgendwas vergessen? Ups. Also ich hätte gedacht, hier ist... Ich sollte vielleicht nicht so viel rumbunken und mich nicht so viel beschweren. Mann, 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 Mann. Ja, da. Weil ich mich wieder geunkt habe. Dabei war das noch nicht mal Endloot oder sowas. Tja. Naja. Wenigstens noch ein kleines bisschen Action hier. So. Hier hat man zugemacht. Hier gucken wir nochmal rein. Holzvorräte. Wenn sie immer so billig hier rumstehen, kann man sie ja mitnehmen. Er sagte so und fiel ins Klo, oder? Griff ins Klo, meine ich. Gut, die nehmen wir mit. Hier war nichts weiter. Hier oben auch nicht. Na, hier gibt es bestimmt noch das eine oder andere Geheimnis, was man finden könnte. Aber ehrlich gesagt, wenn ich jedem Geheimnis hinterherhetzen wollen würde... Hier ist nicht. Dann oben. Ah, hier. Ist auch noch einer. Sonst bleib ich noch dran hängen. Was? Irgendwo war doch hier jetzt was. Hätten wir das sogar noch fast verpasst. Und dabei habe ich mir es redlich verdient. So, die zerlegen wir für Metall. Knochen schmeißen wir raus. Zerlegen, kommt die eine Kohle, können wir auch hier lassen. Samen lassen wir hier. Nägel zerlegen wir. Ja, essen wir was. Ausdauer, Trink kann nie schaden. Ja. Komm los. Oh, was war denn das? Was Richtiges zu essen? Da brauchen wir ja Platz im Inventar. Das war's. Amtlich gesehen. So, nach dann ab nach Hause.
Das ist tödlich, einfach rauszurennen. Nicht da, Spitzhacke. Ich krieg doch die Jacke nicht zu. Na, damit hat sich's ja richtig gelohnt. Allerdings. Naja, egal. Wir finden schon irgendwo. Mal gucken, kürzesten Weg nach Hause. Also Straße. Straße bis vor und dann irgendwann diagonal durch. Ist dann zwar immer ein Risiko. Ach, das gehe ich jetzt mal ein. Drückt mir den Daumen, dass ich nicht irgendwo die Sprengkapsel verbuddelt ist. Ja, sieht gut aus. Ja. 22%. Ich glaube, auf dem Rückweg müssen wir ganz dringend Sprit fahren, sonst wird das nämlich nichts. Ja, angekommen. Ich rede die ganze Zeit davon, auf dem Rückweg Sprit fahren. Aber wir haben ja noch was in der Karre. Ist ja nicht so, als hätten wir nicht genug. So. Das hier rein. Schrotzen so. Platz gespart. Da ist unsere. Wir tanken erstmal. Nicht, dass ich es nachher vergesse. Okay. Also mehr passt ja nicht rein. Gut. Gehe ich mal rein. Bring dem das. Ja, hatte ich ja vor uns. Noch den Rest von unserer Bärenbande. Das kann er kriegen. Ja, das wird er nicht wollen, oder? Wir werden sehen. Für Knochen und sowas will er generell nicht haben. Los. Ein. Noch Sprit drin? Nein. So, meiner anders seiner. Ich hätte da noch mal etwas für dich. Labs. Ich kann es doch eh noch nicht nehmen. Darf ich ein Inventar sehen? So. Hier. Das darfst du haben. Das. Das für mich ist auch ein. Die darfst du haben. Blablabla. Zange haben wir zu Hause. Willst du die haben? Nö. Die willst du haben? Taktisches Sturmgewehr. Fast hätte ich es verkauft. Wildsamen. Oder Doppelsamen. Ja, das ist alles so Kleinkram, den kein Mensch braucht. Guck mal, hier noch den Büchlein benutzen. Wir dabei sind, da. So, Klebeband haben wir auch. So. Muni nicht nochmal, das nicht nochmal. 1500 Holz kann ich mir selbst besorgen. Los, komm. Schauen wir mal, was uns in diesem Büchlein erwartet. Öffnen, da. Stahlwerkzeuge Quali 3, okay. Holen. Sturmgewehre. Super. Na dann. Hast du noch was für einen Rückweg? Nee. Aber ich habe auch keine Zeit mehr. Ich weiß, ich hatte geguckt gehabt wegen dem
Mit dem Munitionsturm. War's denn da, ne? Kampfgranstein, taktisches Sturmgewehr? Nee, wo war's denn? Was? Ah, 8100. Sorry, I didn't have what you Nee, needed. beim Come nächsten back Mal. soon. We Ja. restock often. Bis dann. Cool. Da geht man immer zur falschen Tür raus. Sehen, so schnell kann es gehen. Alles hier rein. Das kann hier. Was sind denn Dinge, die ich jetzt so nicht brauche? Knochen können hier bleiben. Essen, trinken, Heizung. Wir reparieren das Ding, dann lassen wir die Steine hier. Das brauche ich jetzt nicht. Material, naja, okay. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Wenn wir das nächste Mal hier sind, haben wir hier was zu essen. Das kann auch hier bleiben. Munition sowieso, die nehme ich mit. So, noch schnell das. Also frei an. So, auf nach Hause. Naja, war das doch eine erfolgreiche Runde hier in die Wastelands? So, jetzt geht's wieder los. Links und rechts. Dann wieder rechts. Und dann wieder links. Dann rechts in den Bogen und wieder hier lang. So, dann hier links die Straße gerade vor. Gott. So, und dann hier eigentlich nicht, aber gerade durch. Perfekt. Ist ja jetzt schon fast, als würde ich mich hier zu Hause fühlen. Ich bin dagegen gefahren. Ja. Gut. Angekommen. Ich packe schon mal zusammen. Wir sehen uns gleich wieder. Und ja, zum Abschied noch meine Hundeworte. Wollte gerade. Ich wollte gerade rüberschalten und sagen, jetzt geht's los. Taschen sind gepackt. Na los, komm. Naja, nehmen wir noch ein bisschen Fleisch mit nach Hause. So schnell funktioniert das hier. So. Fleisch haben wir. Hier ist auch noch ein bisschen. Aber wenigstens was für die lange Fahrt. Nur nicht genug Ausdauer. Ah, noch einer. Ja, und alles andere, so Nitrat und sowas, das können wir bei uns in der Mine abbauen. Ich glaube, da muss ich jetzt hier nicht päpstlicher sein als der Papst. Zumal ich eh nichts, auf nichts verzichten würde. Also das nehme ich alles mit.
dass sowieso unsere Werkzeuge, was wir gewonnen und geschenkt bekommen haben. Nee, kann hier bleiben. So. Karre ist soweit alles drin. Ein paar Vorräte und das habe ich hier gelassen, weil wir kommen ja wieder. Ja, Karre ist vollgetankt. Jetzt heißt es den weiten Weg wieder nach Hause. Ich dachte, uns führt es ein bisschen weiter nach oben. Aber das ist dann beim nächsten Mal. Hier unterwegs ist noch ein Trop. Mal gucken, wie wir den dann mitnehmen. Wartet mal. Wenn wir unterwegs den Trop noch mitnehmen, dann lasse ich ein paar von den Vorräten hier. Weil ehrlich gesagt, Fleisch haben wir doch zu Hause genug, oder? So, was brauchen wir denn? Das kann er mit ins Auto. Ja, das nehmen wir. Da. Zack. Und Dammliches kann man auch beim nächsten Mal mitnehmen. Wenn wir dann vielleicht mit dem Motorrad unterwegs sind oder mit dem Auto. Müssen wir sehen. Bogen-Armbrustteile nehme ich jetzt auch nicht mit. Warum habe ich es da reingepackt? Hier ist auch noch ein bisschen Zeug. Knochen. Peter muss ich mitnehmen für meine Pfeile, sonst habe ich nicht genug. Und hier, die Teile haben wir, glaube ich, auch zu Hause genug. Metall auch. Nur Blei halt nicht. Ja, und Schnee. Wir holen uns Schnee, wenn wir welchen brauchen. Ja, gut. Da können wir wenigstens unterwegs noch den Trop mitnehmen, oder? Okay, dann. Wünscht mir gute Reise, Freunde. Es geht nach Hause. Ja, für ein bisschen Sprit tut erstmal alles. Ich habe unterwegs mal noch ein paar Autos auseinandergenommen. Nun ist natürlich mein Inventar wieder goldig voll. Also was auch sonst. Aber wir gucken mal rein. So, das können wir benutzen. Ja, und jetzt wird's schwierig. Die nehmen wir natürlich mit. Klar, die lassen wir hier. Das nehmen wir mit. Gucken wir uns zu Hause an. Das legen wir noch mit hierher. Und noch irgendwas, was wir als einzelne Portion essen können? Nee, ne? Dann benutze ich ihn einfach. Gibt Ausdauer. Ja. Zack. War sozusagen nichts Weltbewegendes drin. Ich fahre dann mal weiter. Ja, wir sind endlich wieder zu Hause in unserem schönen Städtchen. Ich werde noch mal kurz hier reinschneiden. Schauen, ob Jen vielleicht noch für uns irgendwie eine Kleinigkeit hat, die wir gerne haben wollen würden. Und immer nie uns getraut haben, danach zu fragen, weil Händlererfüllung ist ja morgen. So, wir haben hier noch Bücher. Vorschlaghammer brauchen wir nicht. Shotgun. Fallen. Verbesserte Fertigkeiten finden. Fallen, okay. Da, Forge Ahead wäre noch eins. Der passt mal auf. Wir haben doch bestimmt irgendwas, was wir nicht dringend brauchen. Sprach's. Maybe next time I'll have what you need. Bin gleich wieder da. Bin gleich wieder da. So viel Zeit muss sein. Jen läuft uns ja schließlich nicht weg. Die ist ja schon immer hier, sozusagen. Oh. Hier sieht soweit alles noch okay aus. Auch. So, mal schnell die Taschen leer machen. Moin. Komischerweise kaum sind wir hier.
Ist hier wieder Rambazamba. So. Die Waffe ist neu. Guck mal, hier haben wir eine 6er. Also können wir die mit verkaufen. Reparieren, die geht mit zu Chen. Das ist schon mal gut. Die behalten wir auf jeden Fall. Das ist unsere Schaufel, die behalten wir auch. So, machen wir kurz hier. Den chemischen, den medizinischen haben wir jetzt nichts weiter. Material. Messing. Alle Leute hier ran. Er kann jetzt hier ruhig was tun. Einschalten. Zement. Dann raus und Patronenhülsen kann auch sozusagen. Messing, Blei, Stein, Zement. Kann raus. Dann eine ganze Menge Material jetzt mal hier durchwerfen. So, einschalten. Das kann raus. Hier, Eisen. Zack. Zement durch. Geschmiedetes Eisen. Wurscht. Dann lege ich das schon mal dazu. Dann haben wir das vom Platz. So. Munition. Die packen wir hier rein. Die lassen wir im Inventar. Haben wir sonst noch irgendwas? Ja. Durch die 2-Sticks-Pfeile bin ich halt immer ein bisschen eingeschränkt. So. Die flattern hier mit durch. Wir haben 4 Motoren für unseren Generator. Eine Batterie habe ich unterwegs auch noch eingesammelt. Ist auch soweit gut. Das mit hier rein. Die mit hier rein. Die mit hier rein. Sprit. Na, ich erstmal dorthin. Da haben wir sie. Händler. Teile und Mods. Das geht mit hier raus. Ganz wichtig. Zack. Essen. Das hier rein. Den kommen wir wieder hoch, können wir später kochen. Das ist mein Essen. Oder warte mal, das gucken wir. Hier. Was war rein? Medizin. Habe ich nicht einen zweiten Stack vor uns irgendwo gehabt? Hier ist unser Vorrat. So. Essen hier rein. Das geht zum Händler, das behalten wir. Blei. Hier. Ja. Hat das irgendwie einen Sinn für irgendwas? Rezepte? Steroide? Da ich die nicht nehme, kann auch der Händler kriegen. Okay. Warum sind wir hier? Fängt schon alles an mit Zittern und. Ja, wenn ich die mir jetzt mitnehme wegen dem bisschen. Lohnt sich nicht. So los. Ab zu Chen. Ab zu Chen. Irgendwie, sobald ich hier zu Hause bin, ist es nicht mehr so lustig. Jetzt hätte ich da mal gucken können, was für einen Turm ich besitze. Weil einen werde ich mindestens einbauen müssen. Und ich vermute mal den Pistolenturm. Weil der Schrotzenturm wird wohl nicht so weit reinreichen. So. Noch irgendwas für Chen? Nee. Wozu? Chen, bin wieder da. Well, look what the cat dragged in. Was? Großartig, nicht, dass er da rein verirrt hat. So, dein Inventar. Also, wir hatten gesagt, bei den Büchern, ich nehme das. Das ist nicht so wichtig, das ist nicht so wichtig, das ist nicht so wichtig, das ist nicht wichtig. Die Fallen. Nehmer. Und Rest ist jetzt nicht so. Amboss-Eimer können wir jetzt herstellen, Blasebalg auch. Stahl.
Nützt nicht, ich brauch's. Essen trinken wollen wir nicht. 5. Hier ist jetzt nichts, wo ich sage, das bräuchte man. Da ist auch ein Schrotflintengeschützturm. Ich weiß nicht, welchen wir haben. Ansonsten muss ich hoffen, dass es den morgen auch nochmal gibt. Blödsinn brauchen wir nicht. Und hier Lebensimod, wir haben alles. Rüstung, Lederstiefel, weniger als unsere. Nö. Gutchen, das war's. Vitamine haben wir auch noch. Antibiotikum. I hope you get feeling better. So, das darfst du haben. Das darfst du haben. You just brightened my day. I'm glad I Gut. Can help you. Hast noch 5 Bücher und dann haben wir es voll. Hier haben wir ein bisschen Stahl. Na dann. Hier noch Leckerlis. Zucker hindert. Ich vergesse bestimmt wieder. Schädelbrecher auf jeden Fall. Thunfisch für unsere Suppe. Chili genauso. So, nämlich langsam mal ein bisschen was Gutes herstellen. Gut. Auf nach Hause. Haben wir immerhin noch ein bisschen was vor. Ich muss mindestens eine Tür machen. Eine Handvoll Klappen. Oben die Tür, also 2 Türen und eine Handvoll Klappen. Betonmischung, Zementmischung. Ein bisschen, was ist noch drüben? Ein paar Spikes auch noch. So, wir gucken mal rein, was ich hier drin habe. Das nehmen wir mit raus. Hier gucken wir uns gleich an. Das kommt mit rein. Das kann hier bleiben. Das kann hier bleiben. Schädelbrecher rein. Das kommt raus. Das auch. Das nehmen wir mit, wenn wir es brauchen. Verbände. Munition, damit ich weiß, was ich drin habe. So, hier haben wir aufgefüllt die Stacks. Gut. Haben wir von jedem ein bisschen was da. Gut. Sagen. Achso, das Geld wieder rein. Ja, wir haben doch immer noch 30.000 knapp. Da. Schauen. Wasser ist voll. Zack. Hier sieht alles soweit in Ordnung aus. Um die Beete kann ich mich später kümmern. So. Was haben wir denn für Bücher bekommen? Zweimal Fahrzeuge. Fahrzeuge sind wir jetzt auch so weit, dass wir... Eisenspeer, okay. Und Sprengstoffe, da müssen wir mal gucken. Vielleicht kann man ja mit den Sprengstoffen irgendwo mal was anfangen. So, also die nächste Schmiede wäre sozusagen bereit gebaut zu werden. Chemiestation. Nippelteile haben wir dann, würde ich sagen, ausreichend. Bogen wollte ich mit zum Händler nehmen, weil da können wir eh erstmal nicht anfangen. Die Knarze müssen wir mal schauen. Sollen wir mal ein Fach machen, nur für die Dosen. Vielleicht irgendwann mal zwischenfolgen, wenn mir mal danach ist. Aber bis dahin habe ich das sicherlich auch vergessen. Ich wollte die hier rein. Munition.
Ganz ohne Schrotzenmuni würde ich nicht rausgehen. Ich habe mich so dran gewöhnt, dass die Schrotze gut funktioniert. Super. Schießpulver haben wir. Ich muss unbedingt Geschossspitzen rausrechnen. Messing hier rein wegen der Hülsen. Bei. Also, Geschossspitzen, zack, Patronenhülsen, das kann jetzt hier rumrasseln, Eisen, das läuft noch, prima, perfekt. Wie viel Stahl haben wir denn jetzt? Ja, viel ist es nicht, weil wir brauchen ja auch was für die Klingen dann zum Reparieren. Oh, ist das laut im Hintergrund? So. Werkzeug hier rein. So. Die hat 20,231 und die hat 30. Steht die Taktik immer nicht. Also, wenn ich die in der Hand habe, die hat 20,2 Nahkampfschaden. Und die hat 31, ne? Dann ist doch, da ist eine Fünfer. Was doktere ich da rum? Verändern. So. Den Platz hätten wir noch. Mal gucken. Bum, 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 bum. Bunkerknacker ist gegen Stein. Eisen fehlt noch. Gut. So. Apparieren. Apparieren. So, zack. Also, obere Reihe ist für den Händler. Die hier, ich muss mal schauen, ich habe bisher die jetzt nicht wirklich benutzt. Mal gucken. Taktisches Sturmgewehr. Fernkampfschaden 64,2 und also auch ein Fünfer. Aber das ist eine. Mit Mods hat es bloß 0,4 weniger. Mal gucken. Verändern. Ich nehme die mal raus. Mal gucken. Weil manchmal haben ja die gleichen Waffen unterschiedliche. Das hat mehr Reichweite, das hat mehr Haltbarkeit, warum auch immer. Plus 0,4. Naja. Verändern. Ja, ein bisschen ist besser als gar nichts. So. Die hier rein. Und noch Rap-Kits. Ein paar muss man neu herstellen. Reparieren. So. Freut sich der Händler. Gut, haben wir sonst noch was? Also muss ich wenigstens nachladen, nicht, dass ich dann wieder losrenne. Nüppel. Noch ein Dreier. Schaufel. Ich habe noch eine Schaufel. Auf dem Plan stehen. Ein Dreier. Lohnt sich jetzt nicht. Da kostet das Material uns zu viel. Egal, man nicht an alles denkt, man wird irre. Ihr habt bestimmt schon wieder tausend Sachen gesehen, die ich wieder vergessen habe. Aber das ist nun mal der Lauf der Dinge. So. Mal erledigt. Also, hier ist.
Hier ist nicht. Was haben wir denn an Material? Baustoffe. Beton haben wir, das haben wir. Holz müsste ich noch farmen. Das muss ich mir mal aufschreiben, sonst vergesse ich das. Holz. Zum Aufwerten. Noch ein bisschen Blei durch. Damit wir noch ein paar Geschossspitzen kriegen. So, hier läuft 7 Minuten, 3 Minuten. Oh, das läuft noch eine ganze Menge. 33 Minuten, das wäre praktisch ein ganzer Ingame-Tag. Ein halber Ingame-Tag. Mal gucken, vielleicht breche ich es ja dann ab. Weil so viel Zeit habe ich halt nicht. So, Eisen hier raus. Gut. Dann Baustoffe. Zement. Stein und Sand. Mich noch nicht umsonst hier rumlaufen. Und 17, 18, der Hälfte 900. Na gut, mach mal. 150. Quatsch. So. Das ist beschäftigt, die tun was. So, Zement ist dann sozusagen alle. Cobblestone. Ich würde in der Werkbank einfach nochmal was ansetzen. Warte. Die Hälfte reicht. Pflasterstein. So, das kann hier durchrasseln. Wieder. Ich setze es an und habe ja noch. Gut, dann ist das sozusagen auch erledigt. Da. Bis dahin haben wir mehr als wie genug. Gut. Hier ist da Schießpulver. Ob wir noch genug Schießpulver gehabt? Jawohl. Ah, hier fehlt Holz. Na komm. So. Dann setzen wir bloß noch Munition an. Und dann schwenken wir rüber. Zu nach morgen. Ach, Munition ansetzen ohne Geschossspitzen ist natürlich schlecht. Daran habe ich das nicht gedacht. Ich sage, das brechen wir ab. Wir haben genug Zement. Das brechen wir ab. Das auch. Erstmal die Geschossspitzen. An die Patronenhülse. So. Blei läuft rein. Und hier läuft es auch rein. Machen wir mal so. Gut. Dann haben wir es, würde ich sagen. Dann schwenke ich rüber in den morgigen Tag. Ich bleibe hier ein bisschen dran, damit die Materialien hier durchrasseln, damit das alles klappt. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Und morgen ist dann ja auch Hortentag. Ich hoffe, wir haben genug Zeit, um alles noch aufzuwerten und zu machen. Wir werden sehen. Also dann, bis dahin. Tschüssikowski und bye bye.